Hi, hallo und einen schönen guten Tag. Ich habe meine Sache gepackt, weil es geht jetzt in die Eifel zum Sommerhaus der Vlogger 2.0 und ich freue mich schon. So, Tank ist noch über halb voll, Restreichweite zeigt aktuell 470 Kilometer an, aber ich fahre schön gemütlich über die Autobahn. Es geht ja in die Eifel, das heißt, ich werde am Eifelpark vorbeifahren, aber es geht ja noch weiter in die Eifel, an die belgische Grenze. Dort heißt Au bei Brüm oder so. Oh, ich bin mal ganz so sicher. Naja, noch schnell das Navi anschmeiße und dann geht's los. Jo, jetzt kommt gleich die Ausfahrt Spangdahlen. Da geht's ja ab zum Eifelpark, wo wir im August ja schon dreimal waren, aber diesmal geht's geradeaus weiter. Ey, das sind ja mehr Windräder wie bei uns. Das gibt's ja gar nicht. So, ich bin da. Es ist 15.35 Uhr. Ich bin das einzige Auto da. Scheint anscheinend noch keiner da zu sein. Tja, gucken wir mal. Hol mal erstmal das Handy in die Hand. Das hat ja die ganze Zeit für die Navigation gedient. Und tun mal die Nachricht verkünde. Ja, mittlerweile sind Till und Angie angekommen. Ich bin der Erste hier im Haus gewesen, habe eine Inführung gerührt und ich glaube, ich gehe mal kurz hoch und zeige euch mal das Schlafzimmer. Das ist nämlich auch sehr interessant, wie wir hier da schlafen tun mit 7 Mann, beziehungsweise 6 Mann und 11 Frau. Ein Doppelbett und dann geht's hier neben du rein ins andere Zimmer. Nochmal Doppelbett und ein Etagebett. Also ich glaube, es wird ziemlich kuschelig. Der will mich nicht verarschen. Ich filme nur, wenn ich welcher ungestört bin. Ne? Ich bin ja schüchtern und dann... Ich habe gerade mit Johannes telefoniert. Ich meine, ich gehe jetzt davon aus, dass er mich verarschen will, aber... Also ich muss ja sagen, der Kühlschrank dort, der gefällt mir schon ziemlich gut. Weil, wenn ich Stoff mache... Geht doch nichts über ordentliches Bier, oder? Ach, der sieht ja anders aus. Du bist ja riesengroß. Hallo. Du bist doch sehr groß. Faust, was macht ihr da? Hä? Läuft mir ein Bild rum. Ich bin riesengroß, 1,82 Meter. Ja, du bist ziemlich groß. Ich hätte dich irgendwie kleiner eingeschätzt. Echt? Ja. Nicht so klein wie du, aber... Die Kleinen dabei. Kannst du nachher mal ausprobieren. Nee, nicht die Drohne. Sondern ach so, die Insta. Das ist jetzt die Canon oder? Nee, nee so nicht. Bist du jetzt mit denen hier indoor? Ja. Yes. So, Prost, ne? Auf ein schönes Wochenende. Wenn er brav austrinke, gibt's auch vielleicht gutes Wetter. Oh, ist der schön mild. Also die Alkoholiker dort, die trinken jetzt schon eine Korn. Ich halte mich natürlich dezent zurück. Wo muss ich eigentlich hier unterschreiben wegen Datenschutz und so? Recht am persönlichen. Privacy Act. Von mir gibt es keine Aufnahmen in den Boxen dieses Wochenende. Also ich schneide erst in mehreren Wochen. Ja. Ja. Weil ich dieses Wochenende nicht hier sein dürfte. Deswegen. Das gehört halt einfach dazu. Fahrzeugschein und Führerschein, bitte. Hab ich nicht. Au. Hier sind die ganzen Tage immer weg. Oh, er kommt raus. Es gibt ihn wirklich.
Ein wildes Alex. Hi. 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 Das Wichtigste, Alex hat die Sonne mitgebracht. Genau. Ja. Welcome to Hell's Kitchen. Jetzt die gesunde Küche, genau. Holger ist am Kochen. Es gibt natürlich nur Hackfleisch. Es gibt einfach alles mit Hackfleisch. Hackfleisch und Fertigprodukte. Gerade Schwanzvergleich. Was hast du jetzt gesehen? Ja, ich darf doch, ich bin der Älteste, oder? Wir machen den Punkt-Punkt-Punkt-Vergleich. Ich bin jetzt so brüde. Okay, man merkt doch, dass man sich eine teure Gitarre gekauft hat. Erhält die Stimmung? Ja, monatelang. Ich weiß nicht, wo es ist, mit meinem Vorder passiert. Kein Auto, du fährst schon lange kein Porsche. Statt ihm macht er jetzt Yoga, jeden Tag um eins. Da fahrt Porsche als Text auf. Ich kenne das gar nicht. Auf die ist er so unfassbar stolz. Mein Vorder. Da fehlt noch der Nachbar. Der Nachbar, den wir nennen. Der Nachbar auch das ist. Nein, Oma. Oma falsch. Ja, die kommt in der zweiten Strophe. Aber in der ersten Strophe zeigt der Nachbar noch den Nachbarn. Ja, mach doch den Text auf, mach nochmal von vorne. Brave Burg, ihr raucht natürlich mit. Den Text jetzt nochmal auf Deutsch, oder? Jetzt nochmal den Tasten rein in Hochdeutsch, bitte. Der Hans Zellner hat mit Markup, er hat ein Lied geschrieben, du hast das Lied vom Schloss. Anybody feels the way I do about you now. Christine Flinter. Back in the woods on the street, that fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really kept it up. I don't believe anybody feels the way I do about you now. We have to walk.
Zweite Stufe. Du bist voll zu laut. Ich habe nur die kleinen Batterien. Du, ich hätte dickere Akkus mit dem Power. Wie laut geht der denn? Nicht laut. Zeig mal. Der muss ja irgendwie. Es gibt Lieder, die muss man laut anhören. Ja. Ist das alles? Ja. Guck dir das Ding an. Warte. Ich weiß, Tim, wir bringen die Seiten runter, dann geht's. Nee, ich kann tatsächlich. Bisschen dumpfen? Ja. Kann man doch bestimmt den Lautsprecher einspielen. Kann man, ja, wenn man einen hat. Oh. Was ist das denn? Aber was spielst du da? Das gleiche. Wonderwall? Ja, nee. The Harmonies. Achso, E-Moll, G, D, A. E-Moll? Das sind schiefe. Es sind irgendwelche Zahlen noch dabei. Achso, ach scheiße. Hier. Spiel doch mal einen schönen Schlager, komm. Ja, was denn? Schlager oder was Schönes? Hallo, das Stachelschwein. Stachelschwein. Griechisches Schwein. Griechischen Schwein? Das war anders. War das der Cordalis? Skandal! Nee, Jürgens, ne? Griechischer Wein? Du hast auch so ein. Das sieht so aus, als käme das aus dem Land des Herrn Alltagsflock. Das kann man doch nicht lesen, ne? Nein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du auch nichts mehr.